Und ich sage, willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen Hogwarts Legacy. Das Gameplay auf Deutsch auf der PS5. Machen weiter in der nächsten Mission und gehen mit Sebastian nach Hogsmeade. Let's go! Hallo Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja. Seit ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen. Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf, selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Ja, wir wollen. Und wenn ihr wollt, dann lasst mir gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Guckt mal in die Videobeschreibung, da findet ihr nämlich den Einladungslink zu meinem Discord-Server. Und nicht vergessen, am Ende eines jeden Videos bekommt ihr von mir einen Harry Potter-Fakt. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Apropos Weasley, sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Das höre ich gerne. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst wohl ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel, wie nötig ist. Ja, das ist echt cool und ich glaube, hier bildet sich gerade eine gesunde Rivalität. Habt ihr das gesehen? Schön, dass ich helfen konnte. Guck mal. Da, der gießt die Blumen. Wie cool ist das denn? Kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Genau solche Details machen dieses Spiel einfach so unglaublich cool. Und unglaublich schön. Ey, das ist... Also hier bin ich echt froh, vorbestellt zu haben und auch diesen Digital Deluxe Bonus mit den 3 Tagen vor Abzugang bekommen zu haben. Also ich kann es euch echt empfehlen. Mit der Bibliothekarin verscherzt. Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, einen Moment. Hier kann man gut Flohfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Okay, ich kann hier also looten. Flohfliegen, schön eingesammelt. Also wir können dann sozusagen auch verschiedene Sachen looten, um Zaubertränke herzustellen. Revelio. Und wenn es was zu looten gibt, wird Revelio uns das bestimmt zeigen. Seht ihr? Ah, da ist es doch noch. Da, aus dem verbotenen Wald. Dann nehmen wir noch mehr davon. Was passiert denn da? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Holy das shit. Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Oh mein Gott. Oh. Alter, zieht euch das mal rein. Auf jeden Fall. Vermutlich haben sie schon echt nach. Mega. Ich sammle mal fleißig hier immer weiter ein, links und rechts. Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Der verbotene Wald, hier haben wir keinen Zutritt. Okay. Sie halten ihn für zu gefährlich. Da werden wir safe reingehen. Ich finde, Sie sollten mehr Vertrauen in unsere Hoffentlich können wir da ordentlich leveln dann sozusagen. Okay, ja, ja, ich gehe schon wieder zurück zu ihm. Lasst's mich halt mal erkunden, Leute. Lasst's mich mal erkunden. Ich freue mich schon auf den Moment, wo ich wirklich im Free Game mal so ein bisschen Nebenmission und sowas spielen kann. Aber ich meine, ey, zieht euch das rein. Ist das geil oder ist das geil? Hier, die Brücke mit dem Zug und so. Wer natürlich alle Harry Potter Filme gesehen hat, kennt das hier auch alles. Also es ist unglaublich schön gemacht. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Ein wenig. Es ist geradezu gewaltig. Das stimmt. Pilze. Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Ach so? Irgendwas, das du mit uns teilen möchtest? Na, irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Hm?
Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du Rebellion. So gut im Duellieren geworden bist. Ich war ein Spätzünder. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen? Leider. Leute. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Hoffentlich nicht. Das wäre sonst ziemlich lahm. Ich will ein bisschen Action haben. Okay, die Weißen kann ich leider nicht pflücken. Rebellion. Mr. Moon! Hier gibt's noch Pilze. Der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Noch mehr Pilze. Hallo, Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Besoffen. Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Demi-Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Ein Alles klar. Demi-Geist? Ich weiß nicht, was der in seinen Kürbissaft kippt, aber er hatte wohl zu viel davon. Ich habe Mr. Moon zu viel noch nie so erlebt. Mr. Moon, ach, hier. Meine Schwester Anne mag ihn, aber ich denke, er würde sich als Hausmeister mehr Mühe geben. Oh, ist deine Schwester auch in Slytherin? Ja, besser gesagt, sie war es. Zurzeit ist sie krank, aber sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Oha, bandeln wir dann direkt mit seiner Schwester an wahrscheinlich. Da wird er ziemlich angepisst sein. Perfekt, Hogsmeade, Handbuchseiten. Haben wir mitgenommen? Da, Hogsmeade, da steht's schon. Richtig cool. Oh mein Gott. Da fliegt auch schon eine Eule rum. Oh Gott, ehrlich, Leute, das Spiel ist so geil. Wenn man dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Rebellion. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Zeridwens gefährliche Kessel. Dieser wackelige Stapelkessel von Zeridwens Laden wirbt für die Waren darin. Okay, oh, es gibt hier auch, ne, in den Läden gibt's, guckt, seht ihr das alles, die blauen und gelben Sachen, gibt so viel zu looten. Geil. Also, wie machen wir's? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja, Diptamsamen, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt, bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Und eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Denk daran, hab Spaß, es ist Hogsmeade. Alles klar, gucken wir mal auf die Karte. Boah, hier gibt's echt einiges zu tun, krass. Okay, da können wir auch einiges kaufen. Da gibt es Tränke, Wälzer und Schriftrollen. Krass. Spindwitches Sportbedarf. Platz von Hogsmeade. Ich denke, das nehme ich mal mit hier. Weil wir sind da gerade durchgelaufen, ja? Gucken wir mal. Gucken wir mal den Platz von Hogsmeade an. Ah, sag mir nicht, hier gibt's Butterbier. Nice. Go, go, go. Okay, richtig cool. Rebellion. Ah, hier gibt's noch eine Handbuchseite. Sehr gut. Schnell reisen. Honeydukes. Okay,
Wir müssen ein paar Sachen besuchen. Besuche die magische Rübe. Hier kriegen wir den Zauberstab. Okay. Also wir gehen zuerst mal zu Schnabel und Brut. Das ist am nächsten dran. Cool. Lasst uns mal da reinlaufen. Verschlossen. Geht nicht. Hier gibt's was zum Fangen. Dann müssen wir was anderes besuchen. Der alte Narr. Wesenknecht Sonntag. Nee. Dann Pippins Zaubertränke. Dann nehmen wir das zuerst. Let's go. Ja, und das gibt uns natürlich die Zeit, einmal kurz darüber zu reden und innezuhalten, wie das Game bisher so drauf. Und ob euch das gefällt. Wir sind schon Stufe 4 Zauberer. Sehr schön. Also schön fleißig weiter üben. Zack. Schön fleißig Handbücher einsammeln. Dann haben wir nämlich hier auch dann die Möglichkeit, möglichst schnell zu leveln. Leveln werde ich aber immer zwischendrin machen. Also während den Folgen. So, mal rein hier. Plötzlich. Hier gibt es noch eine Schriftrolle für mich. Zack, Handbuchseite. 1753 wurde J. Pippins gegründet. Okay. Dann würde ich sagen, reden wir doch gleich mal mit ihm. Aber vorher ein bisschen Loot. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich, um ein paar Rezepte abzuholen. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Alles klar, dann schafft mal die Rezepte ran. So, kaufen. Kaufen. Sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig Alter, haben. Alter, Fokustrank, Donnerbräu, Unsichtbarkeitstrank. Ja, den will ich haben. Nice. Okay, und Maximatrank. Okay, ich kann auch verkaufen. Jo, perfekt. Aber mehr können wir leider nicht verkaufen. Alter, der hat ganz schöne Wucherpreise, der Junge hier. Krass. Alles klar, dann müssen wir jetzt zu Wälzer und Schriftrollen, würde ich sagen. Gucken wir das mal auf der Karte an. Ollivanders. Okay. Wälzer und Schriftrollen. Let's go. Was ist das denn hier? Schnellreisen. Perfekt. Alter, es gibt voll viele Katzen hier.
fühle mich ja wie bei Sabrina, total verhext. Enchanted. Zack. Ein neugieriger Geist. Mhm. Da gibt's was für mich. Okay, cool. Ist das nice gemacht, Leute. Revelio. Oh, hier gibt's natürlich noch Loot für uns. Moni, so muss es sein. Immer her mit der Kohle. Wir sind nämlich jung und brauchen das Geld. Hier gab es noch eine Schriftrolle, habe ich gerade gesehen im Vorbeilaufen. Zaubertreppe haben wir. Und dann reden wir doch mal mit ihm hier. Verzeihung, Mr. Brown. Sir, ich soll hier Zauberanweisungen für Professor Weasley abholen. Mathildas Schüler also. Dachte ich mir, dass sie vorbeikommen. Ich bin der Eigentümer. Thomas Brown. Dann hatten Sie Ihre erste Beschwörungsstunde? Nein, leider noch nicht, Sir. Ach, das kommt schon noch. Etwas aus dem Nichts zu erschaffen, ist Magie in Reinkultur. Natürlich ist das Ganze sehr komplex, aber da helfen meine Zauberanweisungen. Bleiben Sie dran, dann werden Sie Professor Weasley bald beeindrucken. Zumindest werde ich mir alle Mühe geben, Mr. Brown. Ich freue mich schon darauf. Oh, und ich mich erst. Mit den Zauberanweisungen kann man einzigartige Dinge beschwören, wie eigene Möbel und Dekorationen. Aber ich überlasse Professor Weasley das Lehren. Tragen wir das Zubehör für Sie zusammen. Einen Pflanztisch und eine Tränkestation. Ja, okay, cool. Das klingt richtig. Gut. Das heißt, damit können wir uns wahrscheinlich dann unsere Zimmer einrichten. Und zu brauen, was man will. Wann man will. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Okay. Kleine Tränkestation und Pflanzentopf. Falls es Sie interessiert, sehen Sie sich ruhig den Rest meines Inventars an. Ja, dafür haben wir nicht genügend Kohle, Digga. Sorry, wir sind armer Schüler. Okay, dann müssen wir noch die magische Rübe besuchen. Und wenn wir das getan haben, dann holen wir uns unseren Zauberstab, Leute. So. Wo ist denn die magische Rübe? Die magische Rübe. Okay, let's go. Go, go, go. Schon wieder diese Katze. Und ich muss sagen, auch das Reisen macht eigentlich relativ viel Spaß. Die haben es schön vollgepackt hier. Da war was. Nehme ich. Dankeschön. Und hier können wir bestimmt auch wieder was entdecken. Guck an. Einmal. Zweimal. Magische Rübenkarren. Sehr gut, dann reden wir doch mal mit ihm. Timothy Teasdale. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der fünften. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der fünften Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Nein, gar nicht. Ich sehe das Ganze einfach als großes Abenteuer. Bravo! Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptam-Samen aus. Sagen okay. Sie nichts. Sie suchen was Neues. Sehen Dankeschön. Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Das kann ich kaufen hier, das Malvenkraut. Ich habe leider überhaupt keinen grünen Daumen, Leute. Ich kaufe jetzt auch erstmal nichts. Ich will erstmal ein bisschen Kohle zusammensammeln. Und mal gucken, was ich dann damit anfangen kann. Aber jetzt kommen wir natürlich zum großen Finale, meine Lieben, denn wir gehen zum
Ollivanders. Und wir holen hier unseren Zauberstab. Geil. Zeit wird's. Let's go. Und es gibt ja auch verschiedene Zauberstäbe, unterschiedliche Stärken und Mächte. Und ich glaube, der stärkste heißt Elder Wand. Und wenn wir Glück haben, hoffentlich kriegen wir so einen. Also mal schauen. Ich habe mir vorher nichts angeguckt. Gucken wir mal, wie es läuft. Okay, das scheint hier der Zauberstabmacher zu sein. Okay. Let's go. Ich bin gleich bei... Ah, Sie sind es. Einen Moment bitte. Na, da hat sogar einen Zauberstab hinterm Ohr. Wie cool. Guten Tag. Ich suche einen neuen Zauberstab. Ja, höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Mega. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich? Oh mein Gott. Gut, kommen Sie. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ja. Die Kiste sieht schon mächtiger geil aus. Mächtiger Kern. 10,5 Zoll. Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Hoppala. Oh je. Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Okay. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, das ist ja cool gemacht. Vielleicht. Ja. In grün. Ich liebe es, Smaragdgrün. Das passt auch umso besser, dass wir in Slytherin sind. Vielleicht sollte ich meine Haare auch mal grün machen. Dann sehen wir aus wie Zorro. Shit. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Da bist du. Alter, von ganz oben. Jawollo. Du könntest der Richtige sein. Hier, nehmen Sie. Okay. Kerbe, warmes Braun. Okay. Zauberstab fertigstellen. Zauberstil. Ich kann das hier richtig verändern, tatsächlich. Weinrebe, Drachenherzvaser, sehr biegsam. Zauberstab. Es gibt unterschiedliche Farben. Also die Farbe gefällt mir am besten. Formen. Wirklich interessant. Das sieht fast aus wie ein Knochen. Naturgrau. Aber die Form ist eigentlich ganz cool. Das finde ich nicht schlecht. Okay. Weinrebe, Rotholz, wirklich Roteiche. Kann man den auch kürzer machen? Ich weiß halt auch nicht, was für Vorteile das sozusagen hat. Sehr biegsam. Unnachgiebig. Wirklich interessant. Geschmeidig ist immer gut. Geschmeidig. Wir machen mal einen dicken. Wir machen mal einen schönen dicken Zauberstab hier. 14 Zoll, Roteiche, was gibt's denn da noch? Faszinierend. Ahorn. Ahorn finde ich eigentlich ganz cool. Haselnuss esse ich gerne. Holunder, das trinke ich gerne.
Schwarze Walnuss. Wirklich interessant. Akazie. Okay. Ich denke, ich nehme die schwarze Walnuss. Okay. Okay. Drachenherzfaser, Einhornhaar oder Phönixfeder. Oh, ich stehe auf dem Phönix, ne? Das finde ich halt geil. Phönixkern, würde ich sagen. Aber viele nehmen wahrscheinlich Phönix. Ich bin ein wunderschönes Einhorn oder Drachenherzfaser. Mächtige Magie, beständige Magie, eine große Bandbreite an Magie. Nee, ich will mächtige Magie. Komm mal, ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Okay, kaufen wir. Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Oida. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Cool. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut, anders. Ich habe so etwas wie ein Aufwallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn unbedingt ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Das klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Mega, Leute. Mega. Wir haben unseren Zauberstab bekommen. Ich gehe geil. Und suche Sebastian. Lasst mir gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Ihr kriegt von mir natürlich noch einen Harry Potter Fact. Und zwar, die Harry Potter Autorin J.K. Rowling wollte zunächst selbst die Rolle der Mutter des jungen Zauberers spielen. Und man hat sich aber dagegen entschieden. Also, an der Stelle, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Hex, Hex.